Okay, wir warten mal, aber ich glaube, wir müssten jetzt zu sehen sein, rein theoretisch. Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir sind gerade in Berlin. Wir machen heute eine Food-Hotspot-Tour durch Berlin. Papa Blattes Food-Hotspot in Berlin. Das ist das, was wir heute machen. Genau, bevor wir das machen, Chat. Der Mann, keine frischen Seiten. Nein. Peinlich. Der Mann, keine frischen... Also das sind die, hallo. Die Seiten sind nicht das größte Problem hier. Keine frischen Seiten und sieht aus wie ein Hurensohn. Wir gehen als allererstes, ja, zu einem Friseur, Freunde, und machen uns ein bisschen frisch. In einer halben Stunde ist es soweit. Wir befinden uns gerade in Schöneberg. Wir müssen gleich aber weg. Da hinten waren wir Döner essen bei Rührm. War krank. War sehr, sehr geil. Mal wieder gehen nur 3 Router von 5 Router, Freunde. Classic Papa-Platte-Stream. Man kennt's. Dono. Oh, Kevin? Ja? Ich muss ehrlich sagen, gerade wo ich diesen Roller da sehe, ja, kriege ich irgendwie... bisschen Madeira-Flashback und ich krieg auch Bock, dass wir vielleicht mit dem fahren. Kriegst du das bei der Fahrt und gehalten? Und hin und ich. Alles gehalten. Boah, und boah. Das ist krass. Und wir können auch, lasst mit dem Friseur jetzt, weil wir müssen ein bisschen okay, sein. Ja. Fahren wir mit Uber hin. Ja, vom Friseur und, dann zum nächsten Foodspot. Ja, da machen wir dann diese. Boah, okay, Digga. Okay. Es kam auch gerade schon Brio und hat uns ein bisschen Gras vorbeigebracht. So ein bisschen. Bro, also CBD, Digga, das war CBD-Gras, so, ja. Das war so wild, Bruder. Hier ist so ein Typ, wir stehen hier so, richten gerade alles für den Stream ein. Er kommt so, hey Leute, was geht ab? Ich habe da hinten ein Startup für medizinisches Cannabis. Gibt uns einfach so Tipps, Caves, Bro, Odds. Digga, wir haben einfach so, wir sind ausgestattet CBD. Worden. Ja, Bro, ist das dumm. Freunde, wie geht's euch so? Wir haben gestern, also falls ihr gar nicht wisst, wo wir hier sind, wir haben gestern, also wir sind gerade auf Podcast-Tour, wir haben gestern eine Show gespielt hier. Digga, war überkrank. Das klingt. Ja, es klingt so, als wären wir so Rockstars. Wir haben einfach Show gespielt gestern, ja. Nee, wir hatten gestern Auftritt in der Columbia-Halle. Digga, ihr müsst euch überlegen, heute ist in derselben Halle einfach UFO, Bro. Das ist krass. Gestern waren wir da einfach, überkrank. Wir haben schon mal ein bisschen aufgewärmt für UFO. Ja, wir haben schon mal, Digga, ich war einfach scheißen und... Also da sind immer so, im Backstage hängen immer so Bilder quasi von Leuten, die auch schon mal da waren. Ich war einfach da scheißen, wo wahrscheinlich Rihanna schon mal scheißen war. Ja. Aber sollen wir ein Bild machen? Nein, ich wollte eigentlich... Moin! Er filmt da oben. Ja, sollen wir ein Bild machen? Ja, safe. Also, ich wollte eigentlich nur ein Foto mit dem machen. Ja, meine ich ja. Danke. Ey, liebe Grüße an deinen Freund. Fans. Alter, stimmt. Ciao. Digga, da oben, Digga, ist das geil. So ein Arzt, Bro. Ich war so verwirrt. Ich meine so, wollen wir ein Bild machen? Nein, ich möchte eigentlich nur ein Foto haben. Ja, das hast du mal zweimal gebracht, hast du sowas gedacht? Ja, yeah, what the fuck, Bro? Chat, die war nicht paid, okay? Die war nicht paid. Oh, Bro, gerade bei... Ich glaube, das ist Razzia. Das ist Razzia bei so einem, wie nennt man das? Schweden. Bro, das ist kein... Ach, die haben sich Korean Chicken abgeholt, Bro. Oh nein. Was ist der beste Durstlöscher? Welchen sollte man nehmen? Ich weiß. Boah, die haben also nur wenig Auswahl hier. Multi. Okay, Multi hatte ich gerade schon. Für sich, ne? Boah, ich würde noch eine kleine Capri-Sonne aufnehmen. Und die auch, ne? Ja. Ja. Auch eine Capri? Ja, safe. Monster-Alarm, Digga. Das müssen wir den kaufen. Das hat keiner gesehen, Bro. Nee. Schön, ja, danke schon. Wir haben schön, den wieder, wa? Ich kann machen, Bruder, ich kann machen. Wir würden noch diesen Kaugummi nehmen. Du hast doch kein Target. Ey, wir können mir krank sein, Bro. Ich hab's auf 10, ja. Sind wir auf 10? Sonst halt eher. Ey, Chat, wir haben gestern eine Show gespielt in Berlin, hatte ich ja gerade schon erzählt. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich das passiert, womit ich niemals gerechnet hätte. Wir haben das selber auch schon in Hamburg gemacht, da haben wir Fußball angesprochen, okay? Ja. Thema HSV und St. Pauli. Auf jeden Fall, Hamburg haben wir schon gefragt, Thema Fußball, ja? HSV St. Pauli, alle ausgerastet, ne? So gegeneinander. Ich dachte so, okay, vielleicht schlägt sich jemand. Gestern, der hier, ich meinte hey. So, lass nicht machen. Dominik spricht Thema Union und Hertha an, Bro. Haben sich zwei einfach geprügelt, Bro. Ja, du musst in die Mitte, Bro. Hi, was geht? Wie geht's dir? Danke. Sorry, selber. Auch gut. Top. Ja, schön. Geil. Und also, man muss wirklich sagen, Berlin war bis jetzt die krasseste Stimmung, aber die waren auch am unkontrollierbarsten. Ich hatte wirklich ein paar Mal Angst, dass es so kippt. Und einfach, wie so, einfach die Leute sich selber einfach irgendwie nur noch anschreien, ja, und wir nach Hause gehen einfach. Das war crazy, Bro. Fahrt mal mit der Bahn, ihr Faulen. Nö. Und ich glaube, es ist richtig stressig, mit IRLs die Bahn zu fahren, Digga. Und wenn man so bekannt ist, ne? Ja, als Rockstar wie Kevin. Also ganz ehrlich, ich sag euch so, wie es ist. Wenn ich da reinkomme und der Friseur spricht nicht Schweizerdeutsch, dann gehe ich wieder. Dann will ich ihn nicht. Ich muss aber sagen, also guck mal, ich meine, die Frisur an sich ist ja hässlich, aber er schneidet wirklich immer extrem clean. Ja. So, er schneidet halt das, was die Leute wollen. Das sagt Basti auch immer so. Ich glaube, der Typ hat schon krassen Skill, ne? Also ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo er kein Edgar macht, sondern normale Frisuren. Ja. So irgendwie so ein Korean irgendwas hieß die Frisur. Ja. Digga, das war crazy gut.
Der kann das schon. Diese Kommentare sind so geil, ne? So machst mir heute irgendwie einmal die Ehre hinten weg und vorne so, dass meine Eltern mich nicht mehr lieben oder so. Hinten fix mein Vater, vorne fix meine Mutter. Und dann machst du auch Design rein. Ja, wir Bro. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Ja, ich glaube auch. Okay, Chad, ich guck mal, ob ich das jetzt so spontan hinbekomme. Alter, jetzt wird hier gehackt. Ah, die sind wirklich nicht zentriert. Sorry, Mann. Oh, 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 jetzt ist wild, jetzt ist wild, jetzt ist wild. Ich habe das Falsche gewuft. Scheiße. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. So, danke. Hab gelogen, kriegst du auch nicht hin. Sind wir da? Wir sind da. Dankeschön. Ey, danke, Mann. Schönen Tag noch. Enzo. Na, hier ist er doch, oder? Der zieht doch hier nach dem Mutants Friseur aus, oder nicht? Dessous und Secret Lounge, Digga, ne, das ist es nicht. Digga, da hat Fatih uns was Falsches geschickt. Bruder, wo zum Fick sind wir, Digga? Ich glaube, das ist so ein Friseur, der ist ein bisschen sauer, wenn wir jetzt gleich nicht genaue Angaben machen, dass wir einen Mid-Taper oder sowas wollen. Ich weiß nicht mal, was ein Mid-Taper ist, Bro. Digga, wir sind sogar pünktlich, in 2 Minuten ist Termin. Hallo. Wir hatten heute zwei Termine. Ja. 18:36. Ja. Okay. Sehr gerne. Hi. Yes, yes. So, talk to me about your hair. What can I do for you today? Yeah, so the sides, mm-hmm. I usually have 3 millimeter. Yeah. With, what is it in English like? A cheeky Uber gang. Yeah. Like the Uber gang, yes. Uber gang. Digga, er hat ja sogar einen Edgar Cut, der Friseur. Digga, er hat einen Edgar. Ich glaube nicht, er findet die Mitarbeiterin dort. Nein, vielleicht. Okay. Ich sehe die im Spiegel. Die kommt die ganze Zeit, die hat voll gegrinst. Ach du Scheiße, ey, Miguel kann heute Abend nicht mit zu den Jungs. Der hat was anderes vor, glaube ich. Ich hoffe, ich konnte es ihm jetzt gut beschreiben, was ich will. Schauen wir mal. Das ist aber eigentlich ein geiler Vibe hier, finde ich. So, where are you from, mate? I'm from London. From London? Yeah. He's also from area, London area. Bournemouth. You know Bournemouth? Bournemouth? Bournemouth. Yeah. Been there many times. How long are you in Berlin? Oh, I've been there about a year. Really? Yeah. Do you like it? Yeah, I do. It's nice and relaxing here. What, wie sehe ich jetzt schon aus? Nice. Schon besser? What did you say? Sneaky Uber gang? Cheeky Uber gang. Yeah. Did you learn that here in Germany? Yeah, it's a word I've heard a few times now. Machst du oben auch oder was? Extensions, habe ich mir gedacht. You understand yeah, that, right? same word in English. Ey, also ich sage euch ehrlich, ich fühle mich gerade so gut hier. Es ist schon jetzt so viel geiler alles. Boah, schon mal so. Soll ich Seiten mal richtig kurz gehen, Chat? So 0 mm oder so und dann mit Übergang oder sowas? Fadi meinte eigentlich, das würde gut aussehen, aber ich habe mich letztes Mal nicht getraut. Wie viel hast du, Rietzmann? 3. Zeig mal, so wie bei Rietzmann. Oben 0, unten 10. Stark. Ja. Wenn du das machst, 1000 Euro. Digga, wer ist denn der Herr, Junge? Das ist oben 0, unten 100. Oben 0, unten 100, Digga. Hey, Chad, ich muss euch was Lustiges zeigen. Wir waren ja gerade bei Rühr am Döner essen und haben so ein Video gedreht für Dominiks Channel. Und Miguel war einfach in der Küche, Digga. Und während er da drin war, hat er einfach auch so eine Mütze aufbekommen, Digga. Der hat da einfach mitgearbeitet, Bro. Der war einfach kurz Mitarbeiter für ein paar Minuten. So geil. Boah, ich fühle mich wie ein Mensch mal wieder. Ja, so fresh aus. Geil. Ey, jemand hat zu der Dauerwelle geschrieben, wenn du die machst, dann sieht man deine Flugzeugerträgerstirn nicht mehr. What the fuck? War nicht gut. Ich hab voll die normale Stirn, oder? Du, Bruder, was hast du für so Ecken hier? Guck mal. Digga, wie meinig hast du? Digga, das funktioniert nicht. Oh, das war die Flasche, geil. Cool, mate. Alright, thank you very much. Anytime. Okay. Was mache ich denn jetzt? Okay, warte ganz kurz. Also, Digga, weißt du, was du hast? Ja. Du hast keine hohe Stirn, deine Stirn ist zu niedrig. Loki, guck mal, wie das hier wenig ist, Bro. Das sieht schon fast aus wie so eine Krankheit. Bruder, schlimmer. Junge, was ist das? Bruder. Ja, aber ich habe auch eine andere Kopfform. Oh, cool, man. So, okay. What are we doing with your hair? fix it. So, I usually wear them like this. Like, I'm not sure what it's called in English. Like middle shiter. Yeah, right. And, yeah, maybe like 3 millimeter or zero. Yeah, I think like a little taper fade down to zero would be cool. Yeah, nice. Let's go. Curly Edgar low taper. Nee.
Do you know the TikTok that always does the Edgar cut from Switzerland? Do you know what? I don't go on TikTok. Oh, really? Nah, it's... Take it off. We have to show you. It's... I've seen how addictive it is. Yeah, and I've got a very addictive personality, so I stay away from it. Yeah, it's better like this. It's a big meme in Germany. Yeah, okay, so I'm mega random. Pick out. Warum hast du gesagt, dass ich das zeigen soll, Bro? Zeig doch, wo der redet einfach. Zeig ihn doch. Achso, ja, ja, ja. Edgar, Edgar, was machen wir? Wir machen Recurring Edgar, vorne gerade, der Low Table Fade. Okay, du möchtest das hier rummachen. Bruder, das macht gar keinen Sinn, er checkt's doch gar nicht. Mein Bruder. Vor allen Dingen, er hat doch dieselbe Frisur. Wir können doch jetzt nicht sagen, dass wir das witzig finden, Bro. Nein, das ist nicht dieselbe. Mann, Alter. Er checkt ja, dass Dominik dieses Jahr einfach noch 30 wird. 30 Jahre, der Mann da drüben. Aber sieht noch jung aus. Jung geblieben. 30 Jahre noch so cool. Ich meine, überleg mal, wie cool Revi mit 30 war. Und jetzt schaut euch mal Rezmann an. Ja. Boah, ich muss aber krass, also es ist schon wieder sehr viel drüber mit nachfärben, ne? Ja, übelst krass. Ja. How long would you think is the, was the last time dying, if you see how much it grew out? Probably like 6 weeks. Yeah. Something like that. Wow, very good. That was a test. No joke, jetzt sieht er for real aus wie der Pinguin. Kann man hier Leute timeouten? So, Maxi, du bist getimeoutet. Zack, 10 Minuten, wir sehen uns. Guck. My chat is telling me that I look like this guy. Yeah. Ist das scheiße, ey. Alter, da sind Zuschauer draußen. Viele? Ja. Warte mal. Was hat denn Bro, what the fuck? Does that happen a lot? Yeah, sometimes. Yeah. He's famous. Oh my god. What, like TikTok famous? No, like real. Like real famous, yeah. Nah, joke, joke. Das hat er nicht gesagt gerade. Nah, ich meine halt, I mean, there are a lot of people on TikTok. Ja, aber ich meine im Sinne von, Bro, ich dachte, er meint so TikTok famous. Er fragt die Plattform einfach, Bro. Ach so, ich dachte im Sinne von, in meinem Kopf ist TikTok. I mean, there are a lot of people on TikTok who's got a lot of followers, but you don't know them, you know? Of course. I thought you mean that. I'm sorry, it was a bit of a break. He's doing things. I'm sorry, that was cringe. Holy shit. Holy shit, oh my god. Und Miguel, hol dir jetzt mal die Nummer. Achso. Oder wir haben hier Hausverbot danach, no joke. Oder hier kommt ein Typ rein, Bro. Weißt du, so labern die ganze Spiel. Oh mein Gott. Der wirklich berühmt ist, ja. Like TikTok famous? No real famous. Der Außenhändler von Madagaskar, Bro. Und dann wird hier doch alles abgeschleppt, was nur so abgelegt ist, Alter. Ist das scheiße, ey. Revi hat geschrieben, Bruder hat keine Geheimratsecken, sondern ganze Bundesnachrichtendienstparkplatz. Timeout. Revi, wenigstens habe ich im Gegensatz zu dir eine funktionierende Beziehung, wa? Arschloch. Man, do you know if the club KitKat is near? KitKat, it's near Heinrich Heinenstraße. Oh yeah. Yeah, yeah. Have you been? Oh, sind das nicht mehr? Once? I've been once. You like it? Yeah, it's alright. It's not really my thing though. Like, do you fuck on the dance floor? Do you know what? I received a blowjob in the middle of the dance floor. Warte mal, Luca schreibt gerade, Tim, lass die Rezeptionistin in Ruhe. Was macht Tim? Er ist am Hasseln. Nein, oh mein Gott, nein. Er hat an seinen Träumen. Nein, oh mein Gott, shut up. Aber auch an Miguel's Träumen, das ist ein Problem. You ready, mate? Ja. Butch. Oof. Nice. Thank you very much. Mate, it's very good. Anytime. Boah, Junge, wild. Sehr geil. Boah. Can you put it over the long spot so? Boah, Alter, das ist mal... Bist du massiert? Ja, Bruder, das massiert so. Boah, Digga. Das ist ja überkrass. Wie gefällt euch der Food Hotspot bis jetzt? Der ist schon gut, oder? Ich muss sagen, das ist doch mein Favorite von allen bis jetzt. Ja. Alter, ich habe hier komplett Dampf rausgeschossen. Boah.
Merkst du das? Nö. Digga, halbe Sauna auf einmal, what the fuck? Ich hab mich noch nie so, bonsig gefühlt, what the fuck? Cool man, let's go wash it. Thank you very much. Just let me know if this is too hot or cold. Oh, it's perfect. Bro, das ist so chillig gerade, no joke. Is it possible that I make him the shampoo and the stuff? Do you want to? Yeah, let's go. Yeah, okay, yeah. Go for it. Which one do you want? I would recommend that one. The lavender. Yeah. Boah, mach, also, du musst auch machen mit so Massage und so, Bruder. Yeah. How many pumps? Just one. One. One's enough. Ihr juckt doch gar nicht, was hier los ist. Alright. Boah. Die Temperatur so angenehm? Ja, ist sehr angenehm, danke. Sie haben sehr große Hände. Alter. Alter, er macht richtig gut, man. No joke. Alright. Boah, wir haben jetzt gleich einen tight schedule, Chef. Wir müssen jetzt in den nächsten 2 Stunden noch 2 Food Hotspots schaffen. Nein. Boah, it's very good, man. Thank you very much. Nein, if you're happy, I'm happy. Thank you. What's your name? It's Jamie. Oh, nice to meet you, Kevin. Good to meet you, man. Mega krass. Ja, doch, ah, ahne ich, man. Krass. Sick. Das war sehr cool. Danke, dass wir hier filmen konnten. Ich hoffe, wir haben dich abgefallen. Nein. Alter, was geht ab, Mann? Oh, wie schön. Oh, so eine IRL-Dose. Nein, warte. Was musst du nehmen sonst? Okay, dann nehme ich. Ich bin versteuert, keine Sorge. Oh, ja, die nehme ich. Boah, die nehme ich mit. Danke, Mann. Danke. Ich wollte dir noch was zeigen, ganz kurz. Oh, shit. Das ist crazy, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Aber kannst du so Dinge einfach ganz normal hochheben und so? Ja, doch, das geht. Ja? Ja. Das hast du schon immer so? Ja, seit ich geboren bin. Crazy. Kannst du League of Legends dafür zocken? Ich spiele kein League. Oh, besser ist, Bruder. Nein, besser ist. Okay, ich weiß nicht, ob es disrespectful ist, aber wie machst du WASD? Na, ich halt W gedrückt. Ja? Und bewegen mache ich nur mit Maus. Ja? Und dann springen halt mit Daumen. Und ich spring halt und sneak nicht gleich. Okay, welchen Rank hast du? Ich bin Silber 1. Okay. Also nicht so also krass, hast du noch, aber... Ja, aber trotzdem besser als ich dann. Stark, Digga, du hast 2 Finger weniger und bist besser als ich. Oh ja, hab ich gefreut, Bruder. Ey, geil, Mann. Boah, Digga, what the fuck, Alter. Tja, wir fahren jetzt zu meiner alten Wohnung. Also in die Nähe. Alright. Freunde, wir haben jetzt noch 2 Food Hotspots, die wir testen. Das ist jetzt die Mission. Und wir müssen beides schaffen vor 20 Uhr, Bro. Ich hatte gestern den... Wir hatten gestern den weirdesten Arbeitsauftrag für Tim bis jetzt, würde ich sagen. Hä, was kommt jetzt? Also das Ding ist halt, also... Tim, sieht es nicht aus, als würde er es jetzt voll verhindern wollen, dass du es erzählst. Ich hab damit gar nichts zu tun. Naja, es ist nichts Schlimmes halt. Ich bin schon lustig, weil... Ach so. Arbeitsauftrag, den sie dir gegeben haben. Ja, ja. Ach so, ich dachte, du hast einen Auftrag an die beiden gehabt. Nein. Ach so, okay. Nein. Also das Ding ist halt, Marsch und ich haben uns jetzt halt eine Woche nicht gesehen, alright? Oh nein, du musst das Kondome holen. So, aber und jetzt aber nicht, jetzt nicht aber einfach jetzt so aus dem Späti. Sondern von dem Mann hinter der Cam. Digga, von Miguel. Bro. Ja, und der hat auf nichts anbrennen lassen und mir einfach nackt schon die Tür aufgemacht. Nein. So. Nein, ich war oberkörperfrei. Digga, du hast mir so die Tür aufgemacht, dass man nur das hier gesehen hat und alles. So macht man nur die Tür auf, wenn man komplett nackt ist. Das stimmt, nein. Sonst hättest du normal stehen können. Cam, du hast recht. Cam. Ich hab keine Kondome mehr jetzt, ne? Ich hab noch eins übrig. Können ich hab 2 gegeben. Ich hab so, ja, genau. Machen wir nur eine, oder? Schon mal eine Decke gepoppt. Schöne. Ey, der Preis ging, also no dafür, dass es so bonsig war. Sag mal, was du gezahlt hast. 45 Euro pro Person. Bro, das zahle ich jetzt schon. Das ist okay. Ich habe halt Trinkgeld gegeben, wie du meintest. Ja. Aber das zahle ich ja jetzt schon. Ich finde dafür, dass es so bonsig war, ging's für. Ja. So, dann fahren wir jetzt mal zum nächsten Spot. Wie geht's dir? Gut, danke. Top. Wie geht's dir, Kevin? Auch gut. Okay. Wie geht's dir, Dominik? Auch gut. Gut, okay. Nice, alle gecheckt. Alle geht's Tim. Gut. Tim, wie geht's euch? Nee, geht's super. Perfekt. Miguel, wie geht's dir da vorne? Nee, geht's super. Jo, top. Alle geht's gut. Chef, wie geht's euch? Jo. Miserabel, ihr müsst hier zuschauen. Jo, juckt. Können wir dieses Dach hier so ein Stück aufmachen? Wo? Dieses hier? Dieser geht nicht. Ah, schade. Das ist kaputt. Geht das hier vorne? Das vorne, wann ich mach, geht nicht so kaputt. Okay. Bist du hier in Berlin aufgewachsen? Nee, Kurdistan. Ah, meine Freundin auch. Und dann irgendwann hierher gekommen? Ja, und seit 91. Oh, nice. Wo hat es dir am besten gefallen? Stuttgart. Stuttgart, Hamburg, besser Berlin. Besser als Berlin? Sauber, ja, Berlin. Sauber, ja. Digga, ich hab Kasachstan gedacht gerade, Bro. Mascha kommt aus Kasachstan, nicht aus Kurdistan. Oh, wow, Bro.
Ich hab falsch verstanden. Aber ich dachte so, ich lass mal. Sieht halt wieder so hingezimmert aus hier, ne? Ja, ich glaube, das hat Hitler gebaut hier. Ah ja? Mhm. Ja. Das ja, oder? Ja. Ja. Das alles von Adolf Hitler gebaut. Ja. Da ist jetzt der Bundesrat. Ja, ja, das ist hier Bundestag. Ja, hier rechts. Will man noch schnell? Ja, bitte. Bundestag. Ja, ist jetzt kein chilliger Fun-Fact, aber ist halt... Ist halt ein Fact. Also Fun-Fact ist ein Fact. Ist ein Fact halt, ja. Ein Sad-Fact. Serious-Fact. Serious-Fact. No-Fun-Fact. Da habe ich gewohnt. Das davon, da, genau vor dem Berliner Dom habe ich gewohnt. In dem Dom hast du gewohnt? In dem Dom habe ich gewohnt, den habe ich gemietet. Oben drin. Immer wenn ich hier bin, muss ich daran denken, dass ich mal irgendwann mal mit Tanzverbot hier... mich also wir haben uns getroffen, ja. So irgendwann abends, ich bin so in die Stadt reingefahren, hab damals auch außerhalb gewohnt von Berlin und dann haben wir hier einen iRail-Stream gemacht und dann waren wir auf dem Alexanderplatz und dann kam so eine Frau und so ein Typ, also so ein Pärchen oder so und die haben beide beim Meckes gearbeitet und er war da wohl mal irgendwie sehr unfreundlich oder so und die wollten da so richtig Stress anfangen, die wollten ihn so zusammenschlagen, Bro. Ich hatte richtig Angst vor denen. Also die sind einfach random dahin, haben ihn gesehen, der jetzt im Stream und wollten ihn ficken. Ja! What the fuck? Bro, das war übercreepy, Mann. Ich hatte richtig Angst. Ey, Miguel, du musst gleich nach links filmen, wenn wir dann da sind. Ich sag dir Bescheid. Mhm. Wir fahren jetzt legit an meiner Wohnung vorbei. Also man sieht sie nicht direkt, aber man sieht das Haus davon. Das ist auch ein rare Moment, wenn man sagt, film Richtung meine Wohnung. Ja, ja. Boah, Mann, ich vermisse es so krass, ne? What the fuck? Also hier, dieses Gebäude da vorne links, da in der Ecke. Da drin habe ich gewohnt, auf der anderen Seite. Und wenn du nach links filmst, dann siehst du gleich diesen Berliner Dom da. Da oben so ein bisschen. Überkrank, Digga. Ich würde instant wieder herziehen. Nein, war nicht 10k-Shit. War so 2,7, aber für 190 Quadratmeter. War okay. Das ist so frech. Wie geht das überhaupt, das Bro? Krass. Weiß ich nicht. Überleg mal, was man heute zum Beispiel in Köln für 100 zahlt. Ja. Ja. Aber das würdest du jetzt niemals, also du setzt viel mehr. Nee, würde mehr kosten, ja. Und das war doch damals wegen dem Deckel, oder? In diesem Priester? Nee, das ist das Mietdeckel. Digga, mit Mietdeckel wäre es nur 2100 gewesen sogar. Okay. Yo, hier ist Top. Einen schönen Abend, ja? Dankeschön. Ich wünsche dir auch. Boah, das ist geil, die Schlange ist richtig kurz, Bro. Nice. Aber wir checken meinen Lieblings-Bubble-Tilan jetzt aus. Der Typ, der in der Kasse ist, der hat immer so gut. Ja? Kennt er dich ja? Der hat mir am Anfang umsonst eingegeben. Boah, hoffentlich. Besser Mann. Was geht, alles gut? Hi, servus. Ein Crunchy Strawberry. Crunchy Strawberry. Und du kennst du doch seine Bestellung? Ja, irgendwann hat er sowas gesagt. Hör auf, der wohnt doch seit 2 Jahren nicht mehr hier. Ich wusste selber nicht mehr, wie es heißt. Geil. Ey, wir müssen uns übrigens beeilen, der nächste Fußball hat nur noch 45 Minuten auf. Entweder wir nehmen den Uber dahin oder wir fahren mit Cityroller hin. Man darf nicht zu zweit fahren halt, fahren ne? Fahren wir nicht. Ach so. Sure. Wir machen das nicht. Du läufst hinterher. Miguel kann überschnell laufen. Verstehe. Boah, sollen wir mit zwei fahren? Ja, selber lass mit zwei. Digga, das wäre hart, Bro. Holy shit. Wir beide auf einen. Ja, okay, geil. Wir brauchen zweimal die App quasi, oh, right? Oh, hat irgendwer seinen Führerschein dabei? Hast du meinen dabei? I don't know. Kann das sein, Bro? I don't know. Geil. Ich wusste nicht. Ich wollte mal vorsichtshalber mal fragen, oder? Es ist wirklich, es ist an den Punkt gekommen, wo das auch wirklich einfach eine ernste Frage war. Also Tim hat zum Beispiel auch gerade meine Hotelkarte. Nein. Doch, oder? Haben wir die nicht mehr? Schon wieder verloren. Ey, wirklich, das ist krass, was hier alles passiert. Hey, was geht, Bruder? Sollen wir ein Bild machen? Ja, let's go. Ey, Jungs, ich war gestern bei Editalk Live, war sehr geil. Danke, Bruder. Vor allem, ich starte zu streamen und ich sehe, ich bin, also nach der Editalk Tour bin ich noch saufen gegangen. Ja. Und genau da, wo ihr heute den Stream gestartet habt, da war ich gestern saufen. Ehrlich? Hä, was ist das, Alter? Aber du warst nicht der Typ, der sich geschlagen hat. Nein. Also, okay. Die blauen Flecken habe ich gut kaschiert, glaube ich. Ja. Aber okay, geil. Nein. Aber ey, Bruder. Viel Spaß noch. Danke, Bruder. Entschuldigung, Kevin? Hi, Bruder, was geht? Ey, können wir bitte vorbei? Ja, safe. Ey, ich bin extra von Braunschweig hierher gefahren. Was? Ja, wirklich, also ich fahre jetzt auch wieder zurück, ich muss 20 Minuten zum Bahnhof. Du bist aus Braunschweig hierher gekommen? Ja, genau. What? Also noch ein Stück weiter. Wie weit ist das weg? 3,5 Stunden ungefähr. Bro, what the fuck? Ja, yeah, let's go, ja. Yeah. Boah, ich bin so schick, ich kann zu viel. Ja, ja, safe. Sorry, what? Pack Android. Dicker aus fucking Braunschweig, Bro. Digga, was zum Fick, Digga. Ja, okay, was geht? Ey, was geht? Alles gut? Ja, safe, was geht, Bruder? Was geht? Sorry. Ah, alles gut. Können wir eigentlich zu dritt machen? Ja, safe. Miguel, kannst du kurz? Ey, ich grüße Cracks bei übrigens. Der Hurensohn. Ah, danke. Der Hurensohn. Okay. Digga, Dominik muss gerade so ein Bild machen von sich. So ein biometrisches Bild, Digga. Film mal kurz. Aber so, dass mein Handy nicht sieht. Ja, ja.
Ist das scheiße, Digga. 209. Digga, what the fuck? Oder ich muss den Zahlenlaut vorlesen. Einfach sagen, Zahlen. Mach nochmal. 209. Sieht aus, als hätten sie zu lange gebraucht. Du musst normal machen, Digga. 614. Hey, was geht? Wir haben einen Donutladen da hinten. Boah, die schaffen wir nicht. Ja, Alter, wir gehen jetzt gleich noch zu einem Foodspot. Das schaffen wir niemals. Okay. Aber können wir sie trotzdem sehen? Ja, wir nehmen das mit. Essen. Boah, die sind brutal. Ja. Alter, safe, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Können wir noch ein Bild machen? Ja, safe. Dankeschön. Heilige Scheiße. Boah, was ist, wenn die vergiftet sind? Die können, jetzt kriegen wir wieder Ärger. Die könnten vergiftet sein, Bro. Man, Leute, aber nein, die sind nicht vergiftet, oder? Wir müssen dahin. Bruder, vor allem, wir fahren doch jetzt. Bruder, wir fahren in zwei Minuten mit einem Roller, dann, Digga. Dann schenken wir das irgendwie einem Obdachlosen oder so. Oh, fuck. Lass, Digga, lass Tim testen, Bro. Digga. Ah, Bro. Lass Tim testen, Digga. Ist das scheiße, Bro. Hi, Frage. Hi, was geht? Machen? Wir müssen uns aber beeilen, Jungs. Habt ihr Bock auf Donuts? Ja. Oh mein Gott. Könnt ihr die transportieren? Gepäckträger, Gepäckträger. Ich hab Rucksack. Geil. Ja, jetzt ist grün halt. Er ist grün. Schnell, Jungs. Oh, halt weiter, Bruder. Ah. Easy. Es knallt. Alright. Viel Spaß damit. Wieder rot, wieder rein ins Roller. Wir checken die Foodspots aus. Ah, crazy. Ja, crazy. Wo wir hinfahren? Wollen wir nicht sagen. Für 2 Euro. Hab ich schon getrunken, Bro. Hau rein, ne? Ey, hau rein, Bruder. Wir sehen uns. Fresche Jacke, Bruder. Dankeschön. Ich mache auf Insta, habe ich 50k auf Insta. Digga. Ja, Fashion so, machst du. So fresh, wirklich? Ja, habe ich zugeschickt bekommen. Wie heißt du? _LNF_. Digga, Boss, Alter. Ja, dankeschön. Geil, Digga. Er ist dein Manager? Nein, no way, wirklich? Ja, wir machen das zusammen. Wirklich? Ihr verdient damit Geld? Ja. Was, sag ehrlich, wie viel machst du? Letzter Modeljob 400 Euro. Digga, let's go. Holy shit, aber hast du bei Finanzamt alles angemeldet, gell? Hä? Ja. Nee. Wie alt bist du? 14, er ist auch. Bro, crazy. Ey, Männer, schönen Tag nochmal. Ciao, ciao. Digga, holy shit. Ich fand am besten, hast du alles beim Finanzamt angemeldet? Hä? Digga, der war am besten, der war stark. Bro. Bro. Ach so, wir müssen uns beeilen. Ich fahr hier mit und ihr fahrt zusammen. Ja, dann machen wir das so. Aber wir wissen gar nicht wohin. Ach du Scheiße. Oh ja. Okay. Da unten dran sitzt, Bro. Hä? Verbindung ist unterbrochen. Etwas ist schiefgelaufen. Bitte versuch es erneut. Oh mein Gott, Bro. Ich glaube, der ist verbuggt. Okay? Er sagt gut. Okay. Öffne die Box und schnapp dir einen der beiden Helme. Einer der beiden Helme? Okay. Vom Ding her ist jetzt hier nur ein Helm drin. Warte mal, hier hinten ist noch einer. Hier hinten ist noch ein Helm. Okay. Ach, krass, wo war der denn? Nee, der lag da hinten. Ach so, ich könnte einfach einer dahingeschmissen. Ja, okay, safe, Leute. Bro? Ja, was heißt das? Wegen, Ach so. You know what I mean? Bro. I'm just saying. Scheiße, ja, nee, ey, shit. Miguel's Helm ist wieder weg, Bro. Ist weg. Miguel's Helm ist wieder weg. Shit. Ey, ich ruf mal kurz bei den anderen an, ob die noch einen dritten haben vielleicht. Boah, wir haben noch 20 Minuten, Mann. Oh mein Gott. Fuck. Aber geht das hier nicht auf, Bro? Weiß nicht, wie denn? Wo ist der Schalter? Was musst du noch hier irgendwo am... Was wir noch hier irgendwo machen, oder? Ah, scheiße, Mann. Ich meine, das ist schon so locker, ne? Deswegen ja, da ist bestimmt irgendein Helm drin, oder nicht? Oder wo ist der nächste... Wo ist der nächste Roller? Der nächste Roller ist hier die Straße rein. Wie weit? Ich weiß nicht, 2 Blöcke. Leider machen wir das. Ist das ein Abfuck? Fehler. Ey, will ich, ihr könnt nicht ficken, alle. Bro, die sind schon weg. Oh mein Gott. Hey, was ist das für ein Sinn? Bro, das macht gar keinen Sinn. Der Stream ist doch hier. Ja. Ey, ich muss so, wenn wir da zu spät kommen, ist doch überscheiße, oder, ja, Leute? Voll. Das ist einer, ne? Oder doch? Ist das einer? Doch, das ist einer. Aber der ist nicht frei. Der ist wattenvoll. Der ist nicht frei, Bro. Den kann ich nicht mieten. Ist das Wahnsinn? Hier links dann. Joa. Okay, das Ding ist, ich kann jetzt auch gar nicht Kevin fragen, was ist die Adresse? Weil der fährt ja auf dem Roller. Weißt du gar nicht, wo das ist? Nee, ich weiß actually nicht, wie das heißt. Doch, hat er nicht immer diesen einen Namen gesagt? Ich kann es nicht so laut sagen, aber das, was so klingt wie Torenga. Checkst du? Das gibt's 4-mal. Digga, also das ist ja so ein Opfermove. Er fährt einfach los, ohne uns zu schicken, wo wir hin müssen. What the fuck? Okay, wenn jetzt hier keine 2 Helme drin sind, gebe ich auf. Ja. Okay, ich wäre gerade lieber gewesen, da wäre nur einer drin gewesen, ehrlich gesagt. Okay, ich schreibe den gleich mal direkt. Das ist so bescheuert. Alright. Kurz eine kleine wütende Nachricht schreiben. Ah, hier ist doch. Ich hab die Adresse. Yo. Was
Genau, wie bleibt ihr? Was ist Zeit? Wie, wo bleibt ihr? Warum fahrt ihr ohne uns los? Wie, warum ohne euch los? Wir haben Adresse geschickt, Bro. Wo denn? Wie, wo denn? Na, bei WhatsApp, Miguel. Ich hab, ja. Ja, du hast Miguel geschickt, Bro. Der wusste nicht. Digga, wie unser Roller, den wir da ausleihen wollten, der hatte nur einen Helm. Da mussten wir zu dem nächsten laufen. Ja, wir haben jetzt einen gefunden und ich dachte schon so, ey, ich weiß gar nicht, wo es hingeht, Mann. Okay, ja, ich hab's am Start. Ich mach ihr Handy rein. Geht das so? Oh mein Gott. Geht das so? Ja, aber ich muss halt die Füße hier hochstellen, ne? Oh mein Gott. Okay, wir testen einfach mal. Oh mein Gott, Leute. Wir werden so crashen. Wo blick ich hier? Hey. Leute, ey, ich weiß auch. Das ist ein Bild für die Götter, hä? Okay, wir fahren. Miguel, so du geil. Bist halt wie so ein nasser Sack. Okay. Bro, der Blinker ist genau über der Hupe. Ey, Miguel, willst du sagen, wir können so ein Motorradkappel sein? Guck mal, immer die Motorradkappel sind immer so auf so Rennmaschinen. Ja. Und die Frau ist hinten drauf, dass sie so mega ihren Arsch rausstreckt. Weißt also du, ich bin die Frau jetzt, oder was? Aber oder wie, was ja, ich will, du könntest... Nee, du sollst deinen Arsch nicht rausstrecken, sondern eher deinen Pimmel Richtung meinen Arsch. Also ein bisschen nach vorne. Okay. Ja, so. Was? Rattenmann! Hilfung! Ja, du musst rennen, fahr weg! Ja, ich hab's nicht gedacht! Alter, wie stressig! Ich bin stressig! Auf einmal noch Krankenwagen, Junge! Dein Arsch muss richtig nach hinten drückst, ey. Ich hab grad Miguel angetwerkt. Oh shit! Was? Wir sind falsch gefahren. Oh nee. Oh Gott, Miguel! Ich hab nichts gemacht, du musst dich still. Mit reinlegen. Hä? Ah, es ist da hinten rechts, okay. Was geht ab? Glaub, ey, wir haben noch 2 Minuten, oder? Bro, ihr müsst euch richtig beeilen, Digga. Die machen schon gleich zu. Die kleinen Bammer, die haben noch 1 Minute offen. Ja, let's go. Die kleinen Bammer, die haben kein Fleisch mehr, aber der vegetarische ist auch geil. Yeah. Schaffen wir es noch? We're close, kind of, but like we can do one. Ja, einer ist easy. Ich fress noch mal auf. Dann gibt's hier noch mal eine Bewertung von mir. Das ist heiß. Die waren viel zu alt, um Stream-Sniper zu sein. Ja. Das waren die jüngsten Papa-Enjoyer, Bro. Tim hat dreimal gesagt, er sitzt gerade wie ein Hurensohn. Oh, bist du gefahren? Ja, ich auch. Ist das so? Ja. 1 Millimeter drauf, ja. Dann die Füße so links und rechts vom Roller weg und ich so. Ich saß meine Beine mal so, komplett so. Ich saß komplett so. Du hast deinen Arsch jetzt an meinen Schwanz. Ja, das habe ich aber, das war nicht wegen Sitz. Ja, Kevin auch. Ach so. Das war so. Das war so, okay. Ist da drin ein Klo? Ja, das Klo ist richtig irre. Es gibt nur einen so einen Behindertenklo und es sieht aus, als hätte da schon mal ordentlich jemand daneben geschissen. Aber heute. Bro, es geht, Bruder. Das ist ja gottlos da. Wie war die Scheißung? Nee, ich hab nur gepisst. Da steht aber auch, liebe Kunden, bitte belasten Sie nicht das Waschbecken, es könnte rauskrachen. What the fuck? Das ist Berlin. Was geht wieder? Ah, du warst schon bei hier. Ich wollte dir sagen, ich feiere dein Content und sagst, ich will dir ein Real Life Nummer geben. Bruder, nein, behalten. Nein, nimm mach nicht on Cam. Ja, okay, die wird versteuert. Ich feiere einfach nur dein Content und sagst. Danke, Bruder. Ey, schönen Abend noch. Dir auch. Danke, Digga. Ciao, ciao. Kuss. Oh, Mann. Bro, ich rip die Kids ab, what the fuck. 2 Euro. 4 Euro jetzt gemacht. Ich rip die Kids ab, what the fuck. Bro, der Arne hätte sich davon Süßigkeiten kaufen können oder irgendein Powerade oder ein Red Bull. Hey, komm jetzt mal. Digga. Wir haben doch Spende bekommen, Feuerzeug. Ich hab ein Bier bekommen, Bro. Wie sagt man das? Nein. Noch Feiern machen? Auf euch. Ha? Können wir gar nicht Feiern machen? Warum? Wir sitzen und lesen einfach, hä? Ja. Oh! She's already thick and thin. Wir haben hier einen kleinen Incident, danke, Bruder. Boah, ich muss gleich wirklich was totscheißen. Ach du Scheiße. Was totscheißen? Digga, tot. Digga, dieses Wording, ey, Bro. Ey, Niki Nike für Level 5. Was totscheißen, Bro. Alright, let's go. Oh, Dominik hat einen Zuschauer-Encounter. Hat Dominik dich gezwungen, dass du hierher spittest? Oh, ja, kann ich ein Bild machen? Ja, safe. Dominik, du bist ein Arschloch. Alter, jetzt schön ein bisschen... Noch ein bisschen hier durch die Nacht. Okay, geil. Ja, Mann. Dann... Let's fetz zu den anderen. Da vorne links. Oh, die haben keinen... Wurden die geklaut, das Ding? Habt ihr keinen? Okay. Lass mal scouten, wo deren Ding ist. Bro, hier ist keiner. Hier ist gar nichts. Wir warten einfach hier, oder? Ja, das ist halt... Ich weiß nicht, wohin mit. Sonst. Sonst fahren wir random irgendwo hin. Oh, Akku ist leer. Shit. Von was? Von der Kamera. Wo ist der Ersatz? Bei Tim. Bei Tim hinten? Ja.
Cool. Aber sieht der Stream uns gar nicht? Doch, aber ist gleich leer. Ist gleich leer. Okay, aber wenn die uns nicht sehen würden, ist doch gleich leer. Dann würde ich auf gar keinen Fall entgegen die Eimerstraße fahren. Ach und so. Zu Tim wiederzukommen. Dann ist jetzt aus. Ist ja keine Eimerstraße mehr. Nein. Tim, wir brauchen Akku! Wir brauchen schnell Akku! 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 Ey, ihr habt voll schnell den Roller gerade geschoben. Übelst krass, oder? Ja. Naja, ist ja eine Einbahnstraße, da darf man ja aber zurückschieben wieder. Ja, ja, ich bin hergeschoben. Voll schnell seid ihr abgestiegen und hierher geschoben. Nein. Okay. Also halt, wir kommen mit euch. Wohin es geht. Junge. Geht das? Oh Gott. Okay. No bad. Also unser ist hier links irgendwo. Ach scheiße, ja, wo treffen wir uns dann? Pass auf, da sind die Amjos. Ah, nee, ist ein Krankenwagen. Ich fahr hier die nächste rechts irgendwo rein, dann kommt ihr da. Nee, wir sind ja noch da. Ja, ihr kommt doch da lang. Ja, ja, kommt zu uns. Na, der war viel zu Ruhe. Da war schön ruhig. Da war, konnte man schön schlafen. Wo waren sie? In der DDR. Da ach so, ja klar. Da war schön ruhig. Ja. Da war nicht so ein Jubel und so direkt. Da wurde ganz verrückt. Die heutige Zeit, gell? Ja, da war ich ganz verrückt. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Bruder, what the fuck? Das ist halt auch Berlin wiederum. Das ist halt auch Berlin, ne? Der Bre, der sagt halt, er vermisst die DDR, weil da war es ruhig. Ich sag mal, ruhig war es, aber ein bisschen zu ruhig fast, würde ich sagen. Ich finde es aber geil, dass wir in der Straße, wo einfach legit kein einziges Auto kommt. Da sind sie. Wo? Da. Ah, gehen wir direkt so? Jetzt müssen wir gucken, wann die hinter uns kommen, ne? Dann fahr einfach mal langsam hier. Ja, die kommen jetzt. Digga, Pascha, die Musikvideo einfach, holy shit. Ey, wir sind beim Brandenburger Tor, wir machen kurz einen kleinen Stopp. Weil es ist nachts beleuchtet, sieht ganz cool aus. Ey, wir fahren nach links oder hier zurück? Ist ein vor Afrika. Ame, ame, ame. Waka, waka, ist ein vor Afrika. Geil. Junge, das ist Berlin. Erstmal Tamina, Waka Waka E mitgehupt, Digga, auf chillig, Bro. Also das ist der schnellste Weg zur Wohnung halt. Wir fahren einfach, aber wir gucken mal. Ja! Wohin wird uns treten? Wo das Leben uns hintreibt. Digga, no joke, der Stream ist genau da ausgegangen, wo wir vor der russischen Botschaft waren, ne? Bro, die Menschen sind da wirklich so EMP-Schwersender, Digga, von Rainbow Six drin. Alter, hier ist krass. Hier sind oft Cops. Hier sind oft Ops. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hier sind Amjas. Da sind sie. Vorne rechts Amjas. Amja-Alarm. Lass mal hier nach links fahren. Rechts sind die Bullen, rechts sind die Bullen. Ja. Blinken. Junge, was für ein Vibe hier, aber ne? Krass. Ja, ganz krass. Was ist jetzt? Ich glaube, wir sind da. Hier dürfen wir parken. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, es müsste legit sein hier. Okay. Geil. War eine geile Ride. Hey. Boah, wir laufen jetzt die Route lang, die ich mit Marshall mal spazieren gegangen bin. Hä? Kannst du meine Stimme? Der war nicht richtig irgendwie. Das Tim hat schon gerade gesagt, vielleicht kennt ihr das hier. Wir sind gerade an diesem Museum vorbeigefahren, was man da hinten noch so sieht, wo diese Treppe ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gefilmt habt vorhin. Aber da hat Klaas mal so Gegenstände geklaut. Ah, ist das ja? Ja. Das ist halt hier auch eine Ecke, in der eigentlich keiner wohnt, oder? Nee, hier wohnt nur. Das ist so eine, wo nur so Tugend. Firmen sind. Ja. Und Museen sind und so. Ja, genau. Digga, Rollerfahren hat richtig gebockt, ne? Ich bin noch nie Roller gefahren in Berlin, richtig geil. Ich glaube, ich hole mir so eins auch für Köln. Ich habe auch überlegt, ob ich mir eine Vespa kaufen soll. Nur kurz mal zum Supermarkt zurück. Naja, Mann. Digga, hier wohnen sich immer die Bierchen. Da hatten Marsch und ich unsere ersten Dates immer an dieser Start. Da haben wir immer so Bierchen reingezwirbelt, Alter. Ja? Aber da war hier keiner. Dass ihr das Ertrag miteinander habt, der ist ein bisschen Bier. Da wurden sich ein paar Corona reingeknallt. Oh, das sieht gerade ein bisschen aus wie in Venedig. Ja, Mann, hier rechts ist cool. Einfach nur, weil Wasser ist. Ja, aber sieht krass aus. Schau mal. Sieht cool aus. Ich weiß nicht, ob man das noch in der Cam sieht, Bro. Boah, das ist ja übelst nice. Ja, hier ist eine Aufführung oder so. Ja, hier tanzen irgendwelche Leute, Bro. Digga, das ist irgendwie alles neu, Bro. Als ich damals noch hier gewohnt habe, haben hier einfach nur alle Leute gekifft und Basketball feiern, gespielt. Dass du weg bist vielleicht. Oh. Ehrlich, ist dieser Vollidiot weg, der mal rumgeschrien hat. Digga, wir sind so noch so einen Kilometer von der Wohnung entfernt, als ob die das so weit gehört haben. Stell dir vor, wirklich 2 Jahre nachdem weggezogen ist, feiern immer noch die Menschen, Alter. Dann hast du wirklich krass was falsch gemacht. Guck mal, hier ist so ein Tanzkurs, Bro. Das ist ja übelst nice. Das ist der Befreiungstag für viele. Wow! Kannst du tanzen? Nein, leider nicht. Nee, das ist yo, Alter, Griechen. Ja. Oh mein Gott! Bro, wollen wir zusammen?
Ja, wir laufen, wenn ihr ein Bild machen wollt, müsst ihr einmal mit ihm tanzen. Einmal mit ihm tanzen? Ja. Einmal rein. Könnt ihr? Nein, aber... Dann, ihr müsst aber zusammen machen. Erst dann können wir ein Foto machen. Ihr beide zusammen müsst tanzen, dann machen wir ein Foto. Safe. Alter, Maschinen. Geil. Das ist ja das Beste. Okay, passt, Jungs, passt. Easy. Digga, die wollen noch weitermachen, noch nicht, die sind noch nicht fertig. Geil. Das geht ab. Ja, lass dir Bild machen, alles geil. Geil. Sonst könnt ihr gleich mit ihrem Handy. Mach mal. Oder wie zu siezen? Okay, sorry. Ich bin der höfliche Boss, tut mir leid. Ey, Männer, sehr korrekt, schönen Abend noch. Ciao. Ja, auch. Machen Sie es gut. Ciao, ja. Ciao, mach's gut. Okay, jetzt ändern wir den Part, wo Leute hier links sitzen, einfach kiffen und irgendwas nehmen oder so. Und es wird auch sehr dunkel jetzt. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt noch sehen können. Jo. Ey, können wir ein Bild machen? Na klar. Wir waren gestern auch da. Auch ein Foto machen? Ja. Können wir uns natürlich erinnern, safe. Ey, ich war der Buff-Typ. Oh shit, das waren drei Leute, die waren so ultra kräftig. Zeig mal, wie das? Ja. Ich muss kurz aussehen. Du musst kurz flex. Ja. Ich glaube, die Leute, die sitzen in Joints gerade übelst. Ja. So rumleuchten. Leute chillen, haben so ihr erstes Date. Du musst dich unbedingt wieder anziehen, okay. Mann. Die haben Leute gerade ihr erstes Date und so. Weiß ich nicht, ist aber geil eigentlich. Okay. Das ist so manche Chef. Er macht extra langsam. So konzentriert, hol ich. Ey, viele. Ja, komm, eins geht doch. Jo. Und noch eins. Ey, schönen Abend noch. Oh. Danke, ciao. Sorry. Ich deine Eier. Yeah. Tschüss. Mach's gut. Können wir irgendwie Licht anmachen oder was? Ich kann es so machen. Ich weiß nicht, wie geil das ist. Geht so. Das hier ist ein bisschen. Das ist aber krank. Digga. Mach so. Okay, da, wo wir jetzt hingehen, da waren, während Corona waren und man durfte sich mit drei Leuten oder so treffen, waren da ungelogen immer so 150 Paschanims, Digga. Und haben so richtig dicke Party gemacht, Bro. Ich schwöre, es war voller als Corona war. No joke. Ey, fragt ihr euch auch manchmal, ob man mal so in einem IRL-Stream aus Versehen so einen Typen gefilmt hat, der so gecheatet hat. Der so gerade so auf dem Date war mit einer anderen. Und sie sieht das. Und das Girl kriegt es dann irgendwie über drei Ecken über TikTok mit oder so. Weil Crackspy irgendeinen Clip hochgeladen hat oder so. Bro, imagine. Ja, das ist geil hier. Hier war ich auch noch nie. Ja, also den DJ wirst du nie mal austauschen. Der war ja mega Arsch. What the fuck. Da kann man so hinpissen, ja. Also der wollte in diese schöne Holzhütte da hinten, wie so Toilette so golden dran stand, nicht hingehen. Bis jetzt hier Bro, willst du sagen, die Holzhütte wäre besser gewesen? Safe. Guck mal, das, was wir jetzt hier gerade halt machen, das kannst du nicht eigentlich in einer anderen Stadt machen, so richtig, oder? Nee. Diese Art von Ding. Okay, weiter. Geil. Hast du gewaschen? Nein. Ja. Boah, Dicker. Hey, Freunde, hier ist die legendäre Marsha wurde geleakt, Brücke rechts. Yo. Weil, also da, wir laufen jetzt gleich an meiner Wohnung vorbei damals. Und hier rechts auf der Brücke sind wir tagsüber rübergelaufen. Um 10 Uhr morgens haben uns Frühstück geholt. Und es sind zwei richtig schlimme Sachen passiert. Auf dem Hinweg wurden wir geleakt und auf dem Rückweg ist was anderes passiert, was ich nicht erzählen kann. Aber es waren Top 2. Also es war das schlimmste Mal, dass ich rausgegangen bin aus meiner Wohnung. Da drüben war es. Da hat sie gefilmt. Wir sind hier vorbeigelaufen und sie hat so gefilmt. Ja. Aus Versehen, Bro. Aus Versehen. Legendary Story. Da geht man einmal raus. Hallo. Ich liebe eure Podcast. Dankeschön. Ciao. Ich glaube, for real. Weil ich bringe da so eine Weil du so eine Männlichkeit mit reinbringst. Nee, so eine, du bist so ein Kuschelbär, weißt du? Ja, stimmt, ich bringe die Kuschelbär. Ja. Und du bringst die so, Ich bringe diesen Hurensohn bei mit rein. Ja. Und das ist eine krasse Kombo. Freunde. Wir sind jetzt echt mit mehr Frauen. Check dir, wie krank das ist. Wir stehen vor meiner Wohnung damals, Digga. Hier wurden sich immer Bierchen weggezogen, noch mit Marcel nach dem Stream manchmal. Da bin ich reingegangen. Krank. Alter, ist das krass hier zu sein, what the fuck. Was ist, wenn jetzt Leute das hier so angreifen? Alter, Bro, wir können in meine Wohnung reingucken, what the fuck. Bro, das sind die Chinesen, die immer so gut gekocht hatten, eine Tür offen. Oh mein Gott, ja, die haben immer Schuhe in die Tür gestellt. Die haben an der Polizei gerufen, wenn ich zu laut war. Guck mal, die stinken das ganze Treppenhaus voll und rufen Polizei, wenn er zu laut ist. So. Bisschen Wasser graben. Da, wo es dunkel ist, da. Ich dachte, du warst früher. Direkt über dem Blauen habe ich gewohnt. Bro, ich hatte da einen Nachbarn, das war so ein Gay-Pärchen, die waren so 50. Oh, ja. Und der Typ hat so oft auf mich gehittet. Bro, der meinte so, ob ich nicht noch rumkommen möchte in Whirlpool, ein bisschen Sex und dann schlafen gehen. Dann ist man entspannter. Bro, so oft. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, mehrmals, ja. Das habe ich nie erzählt, als ich danach gewohnt habe, aber wild. Ja, da gibt es ein paar Storys mit dem. Ich weiß nicht, was man da erzählen kann. Bro, da gibt's richtig. Der kam doch einmal so rüber und. Der kam einmal in Dreieckschlipper auf richtig viel Schlafmittel.
in meine Wohnung rein. Über die Terrasse, so konnte man sagen. Und hat uns mäßig gezwungen, dass wir noch mit dem einen Shot trinken. Habt ihr das? Der war, ja. Bro, der hat uns nicht gehen lassen. Was war so, zum Glück war ich an dem Tag nicht alleine. Das war so gruselig. Und weil das Ding ist halt, also ihr müsst euch vorstellen, der Typ kam halt auf so, er meinte, er hat 10 Schlaftabletten genommen und kann nicht schlafen. Und er meinte, wir trinken jetzt noch ein. Er kam in so einer Decke eingemantelt mit Dreieckschlüpper rum. Okay, in meine Wohnung, also wir haben uns einen Garten geteilt. Er kam einfach durch meinen Garten quasi in meine Wohnung rein. Meinte, dann wollte er dann einfach eine Roomtour haben von meiner Wohnung. Und dann saßen wir halt irgendwann draußen. Also das mit dem Schlafmittel hat er uns später erst erzählt, deswegen, sonst hätten wir ihm keinen Alkohol gegeben, obvious, ne? Das hat er uns halt wir haben einen Shot getrunken, dann hat er die Story erzählt mit den 10 Schlafmitteln und dann kam das Wildeste, dann auf einmal, er schreit so überkrass laut los, ne, so, ah, ah. Dann fragen wir so, ist alles okay, sollen wir Krankenwagen holen? Nein, ich wurde gestern angeschossen. Was? The fuck? Aber hast du auch das gesehen, wo er angeschossen wurde? Nein, hat er nicht gezeigt. Ich glaube, die Story war fake, aber das hat er gesagt. Der hat einfach Bock zu schreien. Digga, das war so strange, Bro. Also war zum Glück kurz vor Auszug. Geil, Bruder. Ja, Mann, das ist passiert, Alter, what the fuck? Ja, crazy. Boah, ich würde trotzdem gerne wieder hier erziehen. Das sind so Flashbacks, wie ich immer nach da vorne im Uber bin, hier reingelaufen bin und so. Steht ganz oben. Kann er nicht sitzen. Ganz oben. Ja, scheiß auf. Ganz oben ist eine Wohnung. Die oberste, was ist das? Der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stock. Digga, da ist eine Wohnung. 400 Quadratmeter. 12.000 Euro Miete oder so. Oder 16.000 oder sowas. Das mietet jemand, ja. Das ist alles ausverkauft. Ey, lass ein bisschen rumlaufen, oder? Dann finden wir eine Scheißerei für Dominik und holen uns noch irgendwie ein Späti-Bierchen oder so. Ja, ich weiß nicht, wie das so in der Kamera rüberkommt, aber check dir, warum ich das vermisse hier. Das ist schon geil. Was meinst du, Bruder? Das Boot ist ja geil da. Ja, meinte ich auch gerade. Digga, was sind wir da, Bro? Digga, es gibt Durstlöscher saurer Apfel, Bro. What the fuck? Ja, ist das geil? Sind komischen Sorten. Ich glaube, ich nehme auch ein Bier. Digga, er zieht sich einen Sternburg-Export, Alter. Guten Abend. Bitte, wir brauchen AI-Donations. Nee, lieber nicht, Digga. Das ist keine gute Idee, Chat. Das ist keine gute Idee. Büble-Bier. Allgäuer Büble. Bestes Bier. Ja, bitte, Leute. Ja, danke, Bruder. Tschüsschen. Auf die DDR. Tim. Auf die DDR. Danke. Herr Tim, mir schon ein Sterni. Ah. Trinkst, wie schmeckt das Sterni? Oh, gut. Ja? Hast du das Zittern auf? Kann ich wieder klar sehen. Achso, warum? Weg von der Pisse. Ich meinte, filming here, fucker, give me your cam. Das hat einer gesagt, ja. Was hat er gesagt? Er meinte, ey, no filming here, motherfucker, give me your cam. Gut, dann moven wir mal ein bisschen. Das ist Engländer. 1-4 scheint. Ich kann fuck off. Alter, hier ist auch gute Musik. Das ist die Grillparty von French. Alter, mein Arsch. Ich habe das Gefühl, die Chance stehen 50-50, dass wir gerade auf Pisse sitzen. Was? Wir hätten eine Feuershow. Wo? Hinter dem Baum. Oh ja, sollen wir hingehen? Da macht irgendwer was mit Feuer. Ja, lass mal hin. Alter, holy shit. Alter, Jungs. Ja? Alter, ganze Leute. Was geht? Alles gut? Ja, gut. Ich hänge hier ein bisschen. Ja, du einigermaßen. Alright, Freunde. Das ist der Moment, wo wir den Stream ausmachen. Ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Wir sehen uns übermorgen wieder. Wahrscheinlich aus dem Hotelzimmer. In dem Sinne, Freunde, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns übermorgen wieder, wahrscheinlich. Oder morgen auf der Show, wenn ihr in Leipzig seid. Oder morgen, wenn ihr in Leipzig auf der Show seid, Freunde. Wird sehr geil. War ein cooler Tag. War sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe kein Outro mit Musik, deswegen wird es kein Outro mit Musik geben. Du kriegst auf den Button jetzt. Ich klicke auf Outro, dann kommt das Outro ohne Musik und dann endet der Stream direkt. Okay. Danke fürs Einschalten, danke für alle Subs, Freunde. Vielen Dank für alle Donations. Und sehr cool. Bis morgen oder übermorgen.